So. So, habe ich irgendwas auf dem Telefon? Können nicht lesen, die ganze Ermittlung wird von mir in eine Ermittlungsakte geführt. Die Aussagen sowie Daten habe ich in die Ermittlungsakte übernommen. Danke. Ah ja. Ja gut. Ja gut, wenn er das gemacht hat, das ist wahrscheinlich CIU-Sache oder so, keine Ahnung. Aber gut, dass er mir da Bescheid gesagt hat. Ich glaube, die ist. Ich guck gerade mal. Der ist jetzt erstmal PD12. Dann notiere ich mir gleich einmal die Telefonnummer. Die 12 ist bestimmt CIU. CIU. Callahan. Okay. In Ordnung. Und die Telefonnummer einmal auch gleich notieren. Habe ich auch schon einen Kontakt von der CIU. 123 7291. Okay. Gut, ich mache heute aber auch keinen Dienst. Okay, das ja, wusste ich jetzt nicht, aber gut, dass sie mir Bescheid sagt. Dann kann ich das einmal übertragen. PD 12 Callahan 133 7 2 9 1 So. Müsste jetzt hier eine gute drin sein, ne? Ja, perfekt. Super. Ach so, sieht deswegen Anzeige erstatten will, so. Oder wollte. So. So, na dann geht das ja alles seinen Weg. Perfekt. So.
Ich glaube, wenn ich jetzt in Lias gucke, dann ist die Anzeige auch gerade nicht mehr drin, oder? Oh Gott, wie war mein Benutzername? Ach ja. Perfekt. Wenn ich jetzt in den... Ja, die ist weg. Gut, dann wurde die schon gelöscht. Oder beziehungsweise übertragen. Wahrscheinlich sieht das nur das CIO. So, heute. Mache ich heute mit schöne Sachen. Ich glaube, ich schaue mich mal nach ein paar Wagen um. So einen richtig schönen Wagen. Bevor ich mich umziehe. Und ich habe Hunger. Ach, so ein Burrito ist echt was Feines. Da wird es wahrscheinlich nur ja, Offroads geben. Und das interessiert mich jetzt nicht so. Hier sind diese sportlichen, aber die sind schweineteuer. Retro, das sind diese alten Wagen. SUVs. Nee. Hier ist die Fahrschule. Everyday Cars. Spezialfahrzeuge? Ich weiß ja nicht. Pumped Cars? Ich fahre erstmal dahin. Vielleicht. Wer weiß. Keine Ahnung.
Everyday's Cars könnte ich mir, glaube ich, auch vorstellen, dass es da einen schönen gibt. Ich halt erstmal hier, mal gucken. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Blister, Brioso? Nee. Dilettante Kappe. Oh ja. Das wäre nice. Easy Weenie Classic, ein Weevil. Ein Sentinel. Oh. Oregon. Oh na. Oh, die sehen aber auch schön aus. Tailgater S, Twingo, ein Golf. Der Felon sieht aus, als wenn der Dings ist. Ein Cabrio. Ich bringe jetzt mal den. Ich bringe jetzt mal den Dilettanten weg. Die Dilettante. Und dann hole ich den Felon ab. Meld ihn an und alles weitere dann. Oh. Microphone muted. Microphone activated. So.
Ach so, da. Stelle ich ihn erstmal hier ab. Wo ist denn die Markierung? Musste. Ach, da. Da ist der Parkboy. Mann, Mann, Mann. Das ist so ein bisschen verwirrend hier. Ach, so. Dankeschön. Jetzt muss ich dann nur noch. Ah, das ist eine Treppe. Hoffe ich zumindest. Kann ja die Dilettante erstmal hier stehen. Na, gleich gucken, wer gerade da ist zum Tunen. Ich hätte jetzt echt Bock, das Auto zu tunen. So richtig tunen halt. Schnell, schnell, schnell. Er stellt seinen Rap. Okay. Ich frag nicht. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Das nenne ich nice. Okay. Ich mache mal kurz den Motor aus und guck gerade mal auf Life Invader, ob irgendwas auf hat, was ich bei euch tun kann. So. Benny sat auf. Das ist doch. Ist das hier in der Nähe? Muss ich gerade mal gucken, wo ist der? Wo könnte Benny sein? Aber erstmal muss ich ihn anmelden. Oh, das wird. Das ist. Ach ja. PBPM. Nee. PDM ist das hier? Ich muss sowieso erstmal zum Dings. Zur Anmeldestelle. Ja, das ist mein Ohr.
Das ist mein Wagen. Ich glaube, ich habe auch schon ein passendes das sind 6 und dann so. Yay! Halt. So. So, und jetzt muss ich Benny suchen. Ah, ich glaube, ich weiß wo. Wir sind doch schon mal da gewesen. Jetzt weiß ich, wo es ist. Warte mal, das war hier irgendwo in der Nähe. Wo genau war das jetzt nochmal? Hier. Muss ich jetzt mal gucken, ob einer hier ist. Und wo ist überhaupt der Eingang?
Na gut. Oder ich fahre mal hoch nach Harmony. Vielleicht haben die auch was gerade zu tun oder auch nicht zu tun. Mal schauen. Dann kann ich den mal gleich auf Herz und Nieren testen. Der zieht aber. Der zieht, der zieht. 200 schafft er locker, glaube ich. Der LKW macht sich ganz schön breit. Oh, hier ist aber was los. Nicht wegen dir, nicht wegen dir. Hallo, die Dame, kann man Ihnen helfen? Hallöchen, ja, ich hab hier gerade jemand Zeit für ein Tuning?
zufällig? Den Fällen dort hinter dem Speedo. Ja, fahr mal in die rechte Garage. Okay. Ich fahr mal den Porno weg. Beiseite. Ist jetzt so, was willst du da daran machen? Ja, was ist denn an dem Teil möglich? Das ist mein allererstes Tuning. Oh Gott. Ja. Also wir können dir ein Leistungspaket reinbauen, wir können ihn auch ein bisschen tiefer legen. Ich kann dir 10ern einbauen, Scheibentönung kann ich dir machen, sonst nur Farbe und Reifen. Okay. Und Nummernschild und Unterbodenbeleuchtung. Ja, dann würde ich das alles mal gerne machen. Einmal das Komplettpaket dann bitte. Okay, Rechner 1 müsste ich bezahlen. Ach, dass der mir immer meinen Rechner klaut. So, Fällern war das, ne? Mhm. Fallon oder Fallon GT? Fallon GT. Bei der GT ist das sogar. Also, ich guck mal gerade auf den Schlüssel, aber müsste, glaube ich, ein Fallon GT sein. Also, Leistungspaket können wir da reinsetzen. Also, verfärben kann ich dir den, also lackieren. Ich kann dir Unterbodenbeleuchtung einbauen, ich kann dir Scheinwerferbeleuchtung einbauen. Ich kann dir die Felgen ändern. Ja, Leistungspaket, Motor, Bremse, Getriebe, Turbo kann ich dir einbauen. Mhm. Tiefer legen kann ich in dir. Motor, Hupe könnte ich theoretisch einbauen. Das muss nicht. Ja. Das könnte ich so machen. Wo ist Mira hin? Der sieht das eigentlich, man könnte. Ach, egal, mache ich das jetzt. Gut, Leistungspaket. Willst du das komplette Leistungspaket? Das wäre quasi was alles? Motor, Bremse, ja? Getriebe und Turbo. Ja. Dann hau ich dir das mal kurz rein in den Rechner, damit ich weiß, was ich verbauen muss gleich. So. Getriebe geht auch nur bis 3. Das. Möchtest du den Wagen tiefer legen? Nö, das reicht schon, so wie er ist. Okay, 10ern reinhaben. Ja. 10ern baue ich dir dann auch ein. Dann haben wir noch Scheibentönung. Ja. Ganz dunkel, leicht, bisschen. Komplett. Also ganz dunkel. Scheibentönung 1. Gut, dann haben wir theoretisch jetzt nur noch Hauptfarbe. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich dir das Dach ändern. Ne, das, guck mal, du hast sogar nur die Primärfarbe, du hast gar keine Sekundär. Ja, das ist Cabrio, deswegen glaube ich. Ja. Du musst jetzt wissen, was für eine Farbe du haben möchtest. Geht auch in Pearl? Ja, Pearl geht immer. Dann würde ich den schwarz lassen und einen pinken Pearl drauf machen. Also ganz normal schwarz, wie vom Werk, und dann einfach nur einen pinken Pearl. Ja. Wo habe ich das denn? Nein, das. Ach, da, Farbtabelle. Pink. Wo haben wir denn Pink? Da, wir haben so ein Washing Pink, ist das. Oh ja, das sieht nice aus. Ja. Yep. Perfekt, guck mal. Das sieht schon richtig gemacht. Geil. Einfach mal ein Profi. Richtig gut. Ist das. Dann haben wir noch die Reifen. Möchtest du andere Reifen drauf haben? Also quasi die Felgen? Ja. Ja. Kann dir hier sowas anbieten? Die sind gut, die eben gerade. Ja, okay. die sind schön. Nehmen wir die Felgen 5. Brauchen wir den Reifentyp auch nicht wechseln. Möchtest du eine Scheinwerferfarbe haben? Ja, auch in Pink, bitte. Und dafür müsstest du einmal das Auto anmachen, bitte. Ja, klar. Moment. Nummernschild? Soll das so bleiben oder soll das auch in Schwarz? Ja, kann auch in Schwarz gehen. Okay, dann Nummernschild mache ich dir in Schwarz.
So, genau. Also Scheinwerfer in so ein Rosa wolltest du das. Ja, gern. Rot. So, sowas hätten wir. Gut, dann ist das Scheinwerferfarbe 10. Unterbodenbeleuchtung. Auch. Mal gucken, dass ich auch wirklich alles drin habe. Guck mal, die Felgen hatte ich nicht drin. Den Innenraum ist es nicht. Neon ist es gewesen. Ja, okay, dann gucken wir mal nach Neon. Da hätten wir so ein Rosa. Oh ja, sehr schön. Dann ist das die 5. Machst du einmal das. Nee, warte mal, bevor wir das machen, gucken. Doch, mach mal einmal bitte das Verdeck auf. Ja. Gucken wir mal, ob wir noch eine Innenreinrichtungsfarbe reinkriegen. Ey, schade, kriegen wir nicht rein. Ist auch nicht so wild. Felgenfarbe. Wir können die Felgen noch ein bisschen, die schwarzen Streifen können wir noch ein bisschen verändern. Dafür müsstest du wieder aufsteigen. Ach was, okay, cool. Moment, mach erst mal Motor wieder aus. So. So, also zum Beispiel, wenn du das im gleichen Pearl-Design haben willst, kann ich dir das mal zeigen. Wer würde das so aussehen? Ich glaube, das ist too much. Wenn die schwarz sind, sieht das, glaube ich, besser aus. Ja? Ja. Ja gut, dann lassen wir die so, dann brauchen wir die nicht machen. Ich glaube, das ist dann auch ein bisschen too much. Okay, ja, dann sind wir schon durch. Dann war es das nämlich schon. Das sieht aber schon Haben wir nice alles aus. schon eingebaut, was wir einbauen können. Cool. Also wir haben das habe ich angehakt, das habe ich angehakt, Neon habe ich angehakt, das habe ich angehakt, die beiden Sachen habe ich angehakt, das habe ich auch. Trinity verlegen tun wir ihn nicht. Ja, dann sind wir, bist du schon bei uns Kunde? Noch nicht. Ja gut, dann brauche ich einmal deinen Personalausweis, weil wenn ich Bescheid Natürlich. gebe, da ist freier Platz. Oh Gott, ja, Ilva. Elva Jack. Dann bräuchte ich einmal eine Telefonnummer von ihr. Aber klar, 1 3 3 4 9 Ja, 9. 7 7. 7, 7. Perfekt, dann bist du mich jetzt drin. War Jackson, wurde gemacht vom Chef höchstpersönlich. Cool. Heute haben wir den 11. So, dann hau ich dir da sogar noch Neukundenrabatt drauf. Das Ballon GT, das nochmal Chat hole ich mir gleich. Pulsion. Full Tuning. So, dann sind wir. Dann gebe ich dir nämlich noch 15% aufs Haus. Da sind wir bei Oha. 66.018. Wow, okay. Cool, ja. Perfekt. Dann Kann ich das trage ich mit das. Karte zahlen? Karte. Alles mit Karte. Okay, super. So viel habe ich nämlich nicht bei mir. Hat nie eigentlich jemand. Also trage ich das alles noch in die Datenbank. 66. 18. Gut, dann kriegst du noch eine Rechnung. Das ist die Rechnung 1242. 6. Aber dann macht die Rechnung mal auf 70. Dann ist das okay. Ah, dann danke. Ja, kein Problem. Alles klar. So, Dankeschön. Nee, wurde nicht bezahlt, ist abgelehnt. Oh, hoch. Hab ich auf das Kreuz gedrückt? Hupsala, Entschuldigung. Das ist kein Problem, trage ich nochmal ein. Entschuldigung. 242. 70. So. Ach, Jetzt! da, jetzt. Entschuldigung. Ah! So, Ich habe mich perfekt. verdrückt. Dann trage ich noch ein, dass sie 70 gegeben haben. Perfekt. Ja, dauert ungefähr eine gute Stunde. Dann ist das Ding fertig. Eine Stunde, ja, na, Jo. das passt. Dadurch, dass es das nur der Pell ist und keine Volllackierung ist, ist es nur eine Stunde. Okay, ja, super. Bräuchte ich noch einen Schlüssel? Ja. Brauchen Sie einen Leihwagen? Ist hier in der Nähe eine Garage? Dann, ich glaube, dann hätte ich hier, glaube ich, einen Wagen. Wir haben hier direkt vor der Firma eine Garage. Ja gut, dann. Ich stelle das Auto dann raus. In einer Stunde, so um circa halb 5 ist es dann, können Sie den abholen beim Mitarbeiter. Der gibt Ihnen den Schlüssel wieder. Ja. Und ja, der steht dann auch draußen dann fahrbereit. Und ich zeige Ihnen kurz, wo die Garage ist. Ja. Also, da ist einmal die Garage. Da steht der Herr, der Ihnen die Fahrzeuge ausgibt. Und das passt. Alles klar. Ja. Supi. Und den Zweitschlüssel, den bekomme ich dann wieder?
Alles Sobald klar. Sie das Auto abholen, einfach Mitarbeiter ansprechen, Schlüssel legen wir ins Lager. Einfach ansprechen, Sie möchten das Auto abholen und dann kriegen Sie auch den Schlüssel wieder. Alles klar, dann danke ich schon mal. Kein Problem. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Super. Okay, so. Ah, da. Und da ist eine Garage. Dann hole ich mir da erstmal einen Wagen. Dann habe ich erstmal einen Fahrbahnuntersatz. Ist ja erstmal wurscht. Oh, ist das schön. Ich freue mich voll. So ein Stündchen. Was mache ich jetzt in dieser Stunde? Das ging auch fix, aber ich wusste ja auch, was ich will. Ich hole mir erstmal einen Wagen. Ja, perfekt. Wenn nachher das Taxi da ist, dann kann ich ja auch damit fahren. Ah, das ist ja fast gar nichts. Ach, guck, hier ist sogar ein Shop. Ach, ein Suburban ist hier. Und dann kann ich mir die Stunde hier ein bisschen vertreiben. So tolle Hosen haben die hier eigentlich nie. Nee. Aber ich kann mich mal kurz umziehen. Okay, ach so.
So. Okay, so. Eine Stunde habe ich jetzt Zeit. Will mal wissen, was es da gibt.
So. Und dann gib mir mal bitte meine Dilettante zurück. Dann habe ich die wenigstens wieder. Jetzt diese klapprige alte Möhre und altem Auto. Niedlich. Ach, da. Stell ich mich erstmal hier hin. Da komme ich nicht durch. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Laden war. Jetzt weiß ich's. Mal einen Automaten oder sowas. Ach, hier ist ja mein Hotel. Ja gut, da brauche ich jetzt nicht hin.
Wo ist denn hier ein Automat? Egal. Ich glaube, ich kann mir jetzt denken, was das für ein Laden ist. Dann fahre ich erstmal das Auto zurück. Vorne ist doch ein Automat. Hier im Klamottenladen. Oh, das geht ja immer noch. Das geht ja immer noch. Easy.
Gut. Was mache ich jetzt? Mal gucken. Was hat denn alles auf? Was geht denn? Was geht denn so? Tja, Schatz, das hast du immer noch nicht geschafft. Irgendwie hast du es immer noch nicht geschafft, hierher zu kommen. Und ich glaube, so langsam haben die auch keine Lust mehr auf dich zu warten. Irgendwie, glaube ich. So, MD, ja, stimmt. Mal meinen Bruder anrufen? Ob der dran geht? Habe ich nichts mehr von ihm gehört. Geh doch nicht ran. Ach, Mann. Trisha Gears. Ach ja, das war sie. Warum habe ich die von Theresa Martinez? Ach, ich glaube, ich habe die irgendwie mal irgendwo kennengelernt. Glaube ich. Ich glaube ja. Das Taxi. Das war der nette Herr, der uns damals den Rhapsody gegeben hat. Polizei, Hase und die ganzen PD-Nummern. Ich weiß. Ich habe ja Zeit. Kann mich ein bisschen in der Stadt umsehen. So, sowas schafft man halt. Das schafft man nicht, wenn man Dienst hat. Aber einmal kurz über die. So. Nicht, dass Werner schon wieder ausgereist ist mit Willem. Willem. Das wär's ja. Man, ich habe auch jetzt ewig nichts von Mechthild jetzt gehört, aufgrund wegen Anzeigen und so. Wär schon blöd. Wenn Werner mit Wilhelm wieder abgereist wäre. Ach so, das muss ich gerade überlegen.
Das muss ich gerade überlegen. Eine der Telefonnummern war gestern die 27. Welche war jetzt die 27? Ich laufe ja falsch, ich muss da lang. Keine Ahnung, wie viel das kostet. Ach, jetzt verstehe ich das mit dem UFO. Interessant, wie welche Namen hier auf dem Walk of Fame stehen. Echt interessant.
Da ist er ja schon, der Laden. Okay, Gott sei Dank nicht in meine Richtung. Puh. Das war. Da. Ich glaube, ich sollte vorher mal die Hose ausziehen. So. Ah, das ist schon mal besser. Da. Das ist es. Ja, das ist es. Oh, ich hab Glück. Ja, perfekt. Hat ja genau gereicht. Tut jetzt auch weh. Eli? Ich denke mal von Vinewood. Speedy aus, oder? Hört sich ganz so an, zumindest in der Nähe. Zumindest in der Nähe. Nehmen Sie mir mal zwei Wasser. Oh. Mal gucken, vielleicht habe ich Glück, vielleicht auch nicht. Puh. Wo ist es? Wow. Na gut. Hey, 10% wieder drin. So, jetzt nehme ich mir wohl mein Fahrrad. Das dauert ja ewig, bis ich wieder zurück bin. Ganz gemütlich.
So, ich habe aber noch eine gute halbe Stunde, bis ich da sein muss. Kann ich noch ein bisschen was unternehmen? Strandausflug. Mit Fahrrad. Kommt man echt wenig, zu wenig, wenn man nur im Dienst ist. Und dann wieder nach Hause. Kann man nicht mal die Sonne genießen.
Wäre schon schön, wenn einer noch hier wäre, mit dem man quatschen könnte. Ein gewisser jemand. Ach ja. Da kommt man runter. Oder? Nee. Noch eine Straße weiter. Hier. Boah, ist das schön hier. Wow.
Hier ist ein Fahrradweg. Okay, dann fahre ich mal wieder langsam nach oben. Ach nee, ich nehme den Rhapsody wieder. Oder? Ich gucke gleich mal, ob das Taxi da ist. Wäre schon praktisch, wenn das Taxi da wäre. Berg hoch. So. Jetzt gucke ich mal. Das Taxi schon da ist. Aber sieht nicht so aus. Ja gut. Ja gut. Wie spät? Eine Viertelstunde hab ich noch. Ja. Ja.
wechsle aber mal wieder auf den Rhapsody. Weil die Tante hätte ich dann doch gerne noch hier in der Nähe irgendwo. Achso. So. Diese alte Möhre. Also merkt man irgendwie, dass das Ding still ist, weil das so laut ist. Oh Mann.
Pack den dann auch gleich wieder dort ein und dann laufe ich wieder rüber. Huch. Hoppala. Huch, wo bin ich denn jetzt? Ach, das ist ein Drive-In. Ach so. Hoppala. Habe ich zu spät gesehen. Huch. Möhre, du. So. Okay, so ein Fake-Schild. Hier wohnen würde ich nicht. Ach, da steht er ja. Perfekt. Muss ich nur gucken, ob einer da ist. Keiner da? Da ist keiner. Sind die gerade in Pause? Ach. Vor einer Minute, ernsthaft. Oh, wow. Ja gut, egal. Der steht ja wenigstens hier. Thank you.
Betreff Wellen ET. Oh, hier ist über Jackson. Ich habe den meinen Fällen GT schon mal abgeholt. Den Schlüssel hole ich die Tage dann ab. Liebe Grüße. So, dann wissen die Bescheid. Sogar Auffahrt war der. Hoch. Oh, sieht aber nice aus. Oh, sieht schön aus. Bezahlt habe ich ja schon, also passt das. Oh, sieht ja gut aus. Mal gucken, was er kann. Bestimmt kriegt er jetzt mehr als nur 190. Wetten, der fliegt? Alter. Das Ding ist schnell. Oho. Alter, ist das ein geiles Ding. Schlüssel hole ich morgen oder so ab. Ich wollte mit dem Ding fahren. Oh, das ist geil. Was für ein geiles Fahrgefühl, ey. Boah.
Aha. Geil. Ich liebe diesen Wagen. Einen kleinen Traum habe ich mir erfüllt. So. Dann mache ich mir jetzt erstmal noch einen schönen Tag auf der Couch. Entspannten. Ein schöner Tag.